So, liebe Leute, wir sind zurück bei Let's Play World of Warcraft. Wir müssen kleine, elende Geister töten. Inwieweit man auch immer Geister noch töten kann. Aber irgendwie geht's wohl. Schaffen die Winchesters natürlich auch, Untote zu töten. Ich frage mich dann halt immer nur wieder, wieso haben sie den Namen Untote? Wobei, die haben ja auch nicht den Namen Untote, sondern Schreckgespenst. Aber sie sind halt als Untote einsortiert. Früher war es übrigens so, es gibt ja die Klasse Untote. Bei der Hordenauswahl. Und früher hatten die Untoten den Bonus, dass sie länger unter Wasser atmen konnten. Ich glaube, mittlerweile können sie unendlich lange unter Wasser atmen, aber früher hatten sie halt ungefähr so, ja, ich würde sagen, so die Dauer, wie wir jetzt alle haben. Also jetzt, ich kann ja ungefähr 3-4 Minuten unter Wasser bleiben. Das war früher nicht so. Ich glaube, irgendwann habe ich das auch schon mal erwähnt, aber kann sein, dass das auch ganz, dass ich das mal bei Hanare erwähnt habe. Aber früher war es halt wirklich so, da hat man Unterwasserquest gemacht und meistens war es so, dass man da nach 30 Minuten ertrunken ist. Weil es einfach, weil man einfach unten länger bleiben musste und einfach es nicht gescheckt hat, dass man nach, keine Ahnung, nach 30 Sekunden dann halt, nach 30 Sekunden dann halt mal irgendwann auftauchen muss, um Luft zu holen. Und da waren so die Quests unter Wasser echt die ätzendsten. Da erinnere ich mich immer sehr gerne an, beziehungsweise nicht so gerne, weil es echt eine ätzende Quest war, an eine Quest in Lordanel. Hier. Ich glaube, hier sind zwei Schiffe, da muss man hin und da muss man dann tauchen und irgendwelche Schließkassetten rausholen. An der Dunkelküste. Boah, war die ätzend, Leute. Die war so ätzend. Da ist man regelmäßig verreckt, weil man da wirklich nur diese 30 popligen Minisekunden hatte, um den ganzen Shit da zu erledigen. Also diese da reintauchen, dann man unten noch ätzt und dann, boah, und hier und dort. Meine Güte, das war wirklich eine nervige Angelegenheit. Jungs, das ist echt nicht zu glauben. Bin ich echt dankbar, dass sie das hochgepatcht haben. Aber wie gesagt, Untote hatten damals schon die Möglichkeit, länger unter Wasser zu bleiben. Hat die natürlich auch dementsprechend interessant gemacht. Übrigens war der erste Charakter, den ich mir jemals bei WoW erstellt habe, auf meinem eigenen Account, war ein Untoter. Was führt euch hierher? Ich habe dann natürlich im Nachhinein, da bin ich dann auf dem Tauchen umgestiegen. Ich habe den Untoten mit Stufe 5 oder so gespielt. Das ist jetzt eine random Zahl, aber niemals auf Stufe 10. Also 4, 3, 4, 5. Das erste, was ich gemacht habe, ist einen Kumpel anschreiben und hey, wow, ich kann dir schreiben in einem Spiel, obwohl du nicht neben mir sitzt. Wow, krass, krass, krass. Also, das ist wirklich. Was muss ich denn hier machen? Kann ich hier einfach so hoch? Nehme ich mal an, ne? Wahrscheinlich darf ich nur diese komischen Bubbles nicht berühren. Ach, da oben. Der Junge macht die Bubbles hier. Dann werden wir ihn nochmal jetzt mal eben kurz lehren, nicht weiter zu bubbeln. Oh, ich habe heute die zweite Folge von The Walking Dead gesehen. Boah, das ist ja. Ich weiß nicht, wer von euch das auch verfolgt, aber die Folgen werden ja immer brutaler. Also, ich spoilere da jetzt auch nicht, aber krass. Also was ich jetzt so bei The Walking Dead gesehen habe, ist wohl mit Abstand das Brutalste, was ich jetzt in Walking Dead gesehen habe. Ist auch schon die letzte Folge, aber. Also die beginnen wirklich ganz harmlos und auch bis zum Ende hat man nicht das Gefühl, das ist eine mega spannende oder krasse Episode, aber die letzten 2, 3, 4, 5 Minuten. Boah, richtig heftig. Also, ich weiß ja nicht, wer von euch The Walking Dead guckt. Ich glaube, ich habe gar nicht. Die wenigsten von euch gucken regelmäßig Serien, glaube ich, ne? Also ich weiß gar nicht, wer von euch, könnt ihr mir mal schreiben, was ihr für Serien guckt. Ich habe ja schon so oft von meinen, da ich ja so ein richtiger Seriensuchti bin, von meinen Lieblingsserien geredet. Mehrmals.
langweilig ihr euch im Zweifel mittlerweile schon, weil jeder mittlerweile aufzählen kann, was meine Lieblingsserien sind. Beziehungsweise es interessiert euch nicht die Bohne und ihr vergesst es sowieso immer wieder in dem Moment, wo ich es euch erzählt habe. Aber The Walking Dead, Wahnsinn, Wahnsinnsserie. Mag ich genauso sehr wie Game of Thrones. Und Breaking Bad gucke ich gerade auch wieder so ein bisschen die erste Staffel durch. Ich finde die erste Staffel auch noch richtig klasse. Also das, obwohl die Staffel bei Breaking Bad hat man öfter gehört, die Leute sagen, ja, die Staffeln werden von Folge zu Folge schlechter und schwächer und kann ich gar nicht bestätigen. Ich finde Breaking Bad hält ein Niveau und zwar dauerhaft. Die eine Folge ist mal spannender als die andere, aber ansonsten ist da eigentlich kein großer Unterschied. Was ist das denn? Ein eloxiertes Robo-Junges? What the hell? Ja, das fange ich mir doch mal direkt. Der hat Attacken, die effektiv gegen mich sind. Nicht nice. Ah. Das zweimal verfehlt. Oh, natürlich, es heilt sich. Jetzt hat es mein erstes Viech schon mal besiegt. Muss es der Welpe wieder richten? Ich denke, jetzt kann ich es aber definitiv fangen. Jetzt ist es recht schwach und ich habe es ja auch schon zweimal... Ah, ich dachte gerade, es verfehlt schon wieder. Oh, dann hätte ich aber einen Beschwerdebrief geschrieben. Oh, 400, what the hell. Ausweichen, komm schon, trifft trotzdem. Fuck. Wahrscheinlich 100% Ausweichchance gewesen. Ach, der Welpe ist einfach stark. Auch vor allen Dingen gegen diese Viecher hier wieder. Kriegt gerade auch richtig gut EP. Machen wir das hier gleich nochmal. Alpines Streifenhörnchen habe ich auch noch nicht gefangen. Ich hoffe, ich kill es jetzt nicht. Ganz knapp. Rennt er mir einfach durch mein Battle-Turnier. Diese mechanischen Viecher, ne? Einfach nur nervig. Belebte sich einfach wieder. Kann ich gleich erstmal wieder meine Viecher heilen? Habe ich das Viech eigentlich schon gefangen? Ne, auch noch nicht. Kristallspinne. Mal ein bisschen vermehrt jetzt wirklich in nächster Zeit Pet Battles machen, weil ich einfach auch die Viecher haben möchte. Da muss ich halt klarkommen, dass ich dann halt ein bisschen EP bekomme. Obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte hier. Ich hoffe ja immer mal wieder auf einen Ra-Treffer, aber da hoffe ich wohl vergeblich. Boah, diese Stinktier ist so schwach, ne? Das tausche ich gleich erstmal aus. Oh, jetzt heilt es sich auch noch, ne? Wenn es nicht noch mehr sein soll. Allerdings bin ich schneller. Ich greife jetzt, glaube ich, nochmal an, ne? Ne, er greift vorher an. Boah, mieses Viech. Miese Krise. Den
Berghasen habe ich noch nicht gefangen. Oh, Stratholm. Ja, da muss ich hier eigentlich machen, ne? Ja. Tja, ich hoffe, dass der dich alle macht. Komm schon, netz ihn ein, Goblin. Ja, doofes Arschloch. Es tut mir leid. Da kam wieder die Kraftausdrücke raus. Penner, ey. Mistkreatur. Und unser Invite hat auch nicht geklappt. Loser. Doch. Ich bin drin. Oh. Muss mal die Gruppen wieder einblenden lassen hier. Hey, hey, hey. Stratholm. Ich spiele ja nicht mehr mit Grit, deswegen daran nichts. Ja, bravo. Dann gehen wir jetzt Stratholm. Dann gehen wir jetzt Stratholm. Man sieht sich. Was kann ich für euch tun? Dann wird dieser Part jetzt höchstwahrscheinlich Stratholm heißen. Seid auf der Hut. Und wir gehen dann erst relativ am Ende rein. Auch schön. Stratholm, das weckt Erinnerungen bei mir. Das kann ich euch sagen. Wie ihr wisst, habe ich euch die Geschichte, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie ich da wirklich in krasser Farmarbeit mir da Stratholm Mount gefarmt habe. Das wäre ja sowieso der Bringer. Das wäre ja wirklich der Bringer, wenn jetzt hier das scheiß Stratholm Mount nochmal droppen würde und ich müsste dann passen, weil ich es schon habe. Das wäre ja wirklich der Bringer. Nee, du, bloß nicht. Das wäre ja wirklich ätzend. Ja klar, Junge. Genau, zieh ihn erst in die Richtung, ich drehe mich und dann zieht er den wieder zurück. Bitte verarsch mich doch noch ein bisschen mehr. Ich gehe da hinten auf den Netzspinner. Auf den Gruftkriecher. Ich bin den hier sowieso hoffnungslos unterlegen im Damage Reader. Ich denke, mittlerweile ist auch der Feuermage nicht mehr vielleicht die stärkste Spec. Ich habe mittlerweile sowieso echt viel von Magiern gehört, die rumgeweint haben, dass sie die irgendwie so genervt haben. Obwohl ich das eigentlich nicht bestätigen kann. So was ich bis jetzt gesehen habe im PvE Raids, das war immer noch eine ganz beeindruckende Leistung von den Magiern. Und was Max Magier angeht, also auf Max Level kann ich ja sowieso im Moment nicht viel zu sagen. Meine Magierzeit ist vor diesem Patch gewesen. Und mittlerweile jetzt auch 2 Jahre her, also den da hinten möchte ich mal lieber nicht. Oh, ein Rahmop. Oh, trollolol, habe ich gar nicht gesehen. Ich hoffe, ich kann hier den einen oder anderen Loot für mich abstauben, das wäre hervorragend. Vielleicht so ein stärkeres Trinket Ball machen die viel Schaden. Warum mache ich so wenig Damage? Vielleicht weil die mich nicht gebufft haben. Crap, Hauptsache. Gut Leute, ich mache hier eine kleine Pause und im nächsten Part geht's dann hier in Stratholm weiter. Das wird noch interessant hier werden. Mal gucken, ob das noch droppt. Bis zum nächsten Part. Ciao.